Ich freue mich heute ganz, ganz arg darüber, Robin Kaiser als Interviewpartner begrüßen zu dürfen. Das ist mir wirklich eine große Ehre. Robin Kaiser ist Psychologe, Autor und Inspirationsgeber für eine neue Erde. Robin, herzlich willkommen hier. Ja, ich grüße dich. Schön mit dir zu sein. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis. Und ich darf heute mit Robin über das Thema Gesundheit sprechen. Und zwar Gesundheit in dem Bezug, wie wir das vielleicht, wie soll ich sagen, mit Robin zusammen auf einer etwas spirituelleren Ebene sehen dürfen. Und ich habe mir ein paar Fragen notiert. Und wir fangen doch gleich mal an, Robin. Gerne, ja. Was mich interessieren würde, wie du den allgemeinen und den körperlichen und den geistigen Gesundheitszustand der Menschen heutzutage und auch hierzulande siehst. Ja, das ist natürlich eine große Frage. Und wenn ich das so wahrnehme, wie der Zeitverlauf gewesen ist in den letzten Jahren, in den letzten 2, 3 Jahren, dann würde ich sagen, dass das immer pathologischer geworden ist, der innerpsychische Zustand der Menschheit, dass das immer mehr gerutscht ist in etwas Psychotisches, um es ganz deutlich zu sagen, dass die Charaktereigenschaften, die Persönlichkeitseigenschaften vieler, vieler Menschen in ja, psychotisch wahnähnliche Vorstellungen reingerutscht sind. Und das Besondere ist, dass dieser Wahn die neue Normalität ist für sie. Dass dieser Wahn, dieses psychotische, diese Angstneurose, die so stark im Feld ist und wo so viele reingerutscht sind, das ist, was uns als neue Normalität verkauft wird. Und das ist etwas sehr Bedenkliches, wenn wir das Kranke als normal titulieren, weil es ja normal ist, so und so viele Ängste vor den und den Szenarien zu haben und dann das wirklich Pathologische nicht anschauen. Nämlich das, was darunter liegt, die traumatischen Geschichten, die wir transgenerativ einfach hier als Menschheit in uns tragen, die wirklich ganz tief sitzen und die selbst von der Psychologie nicht wirklich tief bearbeitet werden. Also dort sehe ich eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was pathologisiert wird in unserer Gesellschaft und dem Heilen, dem Natürlichen, dem, was wirklich noch mit dem Ursprung verbunden ist und dann auf der anderen Seite, was uns entsprechend erzählt wird, dass es hier den statistischen Normbereich gibt, der immer dünner wird und alles andere, was links und rechts rüberfällt, wird dann pathologisiert. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich in den letzten Jahren rasant zugenommen hat. Das ist sehr gut ausgedrückt. Das beobachten wir auch in unserer Praxis. Leider, aber das hast du sehr gut ausgedrückt. Jetzt ist die Frage, ne? Ja. Ich würde vielleicht noch mal ein Beispiel, ganz konkretes Beispiel anfügen, dass wir wissen, worum es geht. Es gibt die ICD, ne, Manuale, wo alle Krankheiten aufgeführt ist. Als Arzt bist du da bestens im Bilde. Und wenn man sich da mal anguckt, dann gibt es bestimmte Schwellenwerte. Es gibt immer Kriterien, ab wann was als Krankheit gewertet werden kann. Und für ganz viele psychologische Diagnosen, ich kenne es nur im psychologischen Bereich, nicht im medizinischen, ist es so, dass die Schwellenwerte, ab wann ein Mensch als krank gilt, immer mehr heruntergesetzt werden. Das heißt, früher gab es zum Beispiel bei der Trauerstörung ein halbes Trauerjahr, 6 Monate trauern, war im Rahmen des natürlichen Trauerprozesses.
Heutzutage ist es so, dass nach den Manualen es bereits schon so ist, dass wenn man nach 3, 4 Wochen etwa nach wie vor nach einem Todesfall zum Beispiel eines Familienangehörigen, wenn man dann noch trauert, dann kriegt man gleich eine Depression attestiert. Also dort, und das ist nicht nur bei der Trauerstörung, es ist bei ganz vielen, es ist bei ADHS, es ist bei Depressionen, es sind diese ganzen neumodischen, also das, was wir als Burnout bezeichnen, was es früher auch nicht gab. Also es sind ganz viele neue Diagnosen dazugekommen, die natürlich von der Pharma so richtig gepusht werden, weil da neue Medikamente dadurch verkauft werden können. Und die Schwellenwerte, dass ein Mensch in diese Kategorie fällt, sind so runtergesetzt worden, dass wenn man mal ganz genau guckt, könnten Psychiater und Psychologen eigentlich jeden irgendwie irgendwas attestieren. Und allein das schon ist ja eine sehr fragwürdige Entwicklung. Das hast du sehr gut ausgedrückt. Genauso sehe ich das auch. Also auch auf nicht nur in der psychischen Ebene, auf der körperlichen Ebene sehen wir das, dass die Schwellenwerte eben auch verändert werden, auch in Laboruntersuchungen und so weiter. Ganz klar. Und das, was meine Frage ist an dich wäre, wie siehst du jetzt eben diese mentale, geistige und auch seelische Entwicklung und das Befinden der Menschen in Bezug nun wiederum zur Natur und zu unserer Mutter Erde. Verstehst mich, wie ich es meine? Also nicht nur das Befinden des Menschen selbst, sondern was passiert in dieser Entwicklung nun auch mit uns, mit unserer Mutter Erde und unserer Natur? Hat das was damit auch zu tun? Begriff fassen möchte, eine große Entfremdungswelle, die schon sehr lange läuft, die jetzt richtig Fahrt aufgenommen hat. Der Mensch wird von dem ursprünglich Menschlichen entfremdet. Das heißt, wir können uns die Frage stellen, was macht uns menschlich? Was macht den Menschen zum Menschen? Ich bin da sehr tief in diese Frage auch eingetaucht, auch auf geistig-spiritueller Ebene natürlich. Und ganz viele Werte, die wir ursprünglich als Mensch vertreten haben, die ganz natürlich gewesen sind, dass wir mitfühlende, soziale, empathische Wesen sind, dass wir Wesen sind, die sich ja, als Teil der Natur, Teil der Erde erfahren. All das wird, ich sage es bewusst so, rausprogrammiert aus unserem Denken, aus unserem Fühlen. Und die Kultur, in der wir leben, distanziert sich immer mehr von der Natur, dass da so eine Spaltung entsteht und dass wir uns immer mehr durch künstliche Räume, immer virtueller werdendere Räume bewegen, wo wir letztlich überhaupt nicht mehr wissen, wer wir sind, überhaupt keinen Bezug mehr zum Körper haben, also die Körperintelligenz sinkt, wo die intuitive Intelligenz sinkt und nur alles auf Ratio und Verstand gepolt wird. Also wir haben eine sehr linkshemisphärische Programmierung hier, wo es nur um Ratio und Verstand geht und die rechtshemisphärischen, intuitiven, kreativen Fähigkeiten, die uns als soziale Wesen eigentlich ausmachen, werden in dieser Gesellschaft kulturell vernachlässigt oder niedriger gewertet. Und das ist eigentlich Ausdruck einer patriarchalen Gesellschaft, ganz klar, und führt uns immer mehr von dem weg, was wir als Menschwesen mit der Erde, dem Seelenwesen der Erde, die ja auch ein Lebewesen ist, wegführt. Und da dürfen wir uns einfach fragen, wie können wir in Zeiten, wo die Entfremdung so groß ist, wo das Vergessen so groß ist, wieder zu uns und unseren Ursprüngen zurückkehren? Ja, und sehr gut, super, super formuliert, ganz toll. Was rätst du denn jetzt den Menschen?
die ja in diesen Zeiten, was sie tun können, um wieder gesünder zu werden auf allen Ebenen. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Vielleicht gerade diesen Menschen, die das verstanden haben, die gesehen haben, Moment mal, da stimmt was nicht. Weil viele sind ja auch im Stress oder sagen, oh, da habe ich keine Zeit oder ja, was rätst du den Menschen, was sie tun können, um einfach wieder gesünder zu werden? Ja, für mich ist es relativ deutlich, dass Krankheit ganz ursächlich nicht im physischen Körper entsteht. Krankheit beginnt auf einer energetischen bzw. auf einer spirituellen Ebene, weil wir in einem erkrankten Bewusstsein leben, weil das Bewusstsein sich als getrennt von der Welt erfährt, getrennt von anderen Menschen, getrennt von der Erde, getrennt von allem. Und in diesem getrennten, eingeschränkten, begrenzten Bewusstsein taucht Angst auf, taucht ganz, ganz viele psychische Geschichten erstmal auf, die dann meistens weggedrückt, verdrängt werden, kompensiert werden und dann irgendwann aus dem getrennten Bewusstsein, wenn das wirklich pathologische Züge annimmt, dann beginnt sich das in den Energiekörper reinzusetzen und ganz zuletzt, als letzte Instanz, wenn der Mensch wirklich nicht bereit ist, die Impulse und Zeichen des Lebens zu hören, dann beginnt der Körper sozusagen die letzte Reißleine zu ziehen und uns wirklich zu zeigen, so geht's nicht weiter. Ich betrachte physische Krankheiten als ein Spiegel einer aus der Balance geratenen Energetik und aus der Balance geratenen Bewusstsein, welches seinen Weg verlassen hat auf die eine oder andere Weise. Und immer dann, wenn wir vom Leben die klaren Zeichen bekommen, du hast deinen Weg verlassen, dann ist es unsere Aufgabe, kehre um. Finde deinen Weg wieder. Finde deine Aufgabe wieder, die du hast hier, dass du auf diese Erde gekommen bist. Finde im Großen deine Herzensvision. Finde dich selbst. Suche das Seelische. Suche deine Inkarnationsabsicht. So, das sind große Begrifflichkeiten aus dem spirituellen Feld, die uns aber wieder in unsere Energie zurückbringen. Und wenn die wieder zurückkommt, dann können wir auch körperlich schauen, dass wir dort wieder Veränderungen bewirken. Die meisten Menschen leiden ja auch auf der körperlichen Ebene eigentlich unter einem Mangel an Energie. Also ganz, ganz viele Krankheiten. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Würde ich gerne dich gleich nochmal zuhören, sind für mich ein Mangel an Energie. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlicherweise, wenn wir uns einschließen in unserem Bewusstsein, wenn wir in den Grenzen und den Mauern eines begrenzten Bewusstseins leben, dann ist es natürlich, dass wir uns von kosmischen Energien abschneiden, von anderen Energien abschneiden. Und was resultiert daraus? Natürlich die Zustände, die wir haben, dann in Form eines Mangels. Ja. Ja, das hast du auch wieder ganz toll ausgedrückt, ganz deiner Meinung. Und du hast mich gefragt, was ich davon halte. Also, ich mache ja schon seit ganz vielen Jahren auch die sogenannte mitochondriale Medizin. Und die Mitochondrien sind ja die geben uns ja die Energie unseres Körpers, für unseren Körper. Ja. Sauerstoff, Kohlenhydrate, Fette und so weiter. Und auch Mikronährstoffe wie Coenzym Q10. Das wissen sicher viele Zuschauer, die mich schon mal ein paar Mal gesehen haben in irgendeinem Vortrag oder Beitrag. Es ist allerdings so, dass da habe ich mich auch mal aufklären lassen vor ungefähr 10 Jahren von einem sehr guten Arzt und Kollegen aus der anthroposophischen Medizin, der mich dann ein bisschen korrigiert hat damals. Er hat gesagt, Moment mal, wir haben aber auch nicht nur die Mitochondrien, wir haben auch eine seelische, spirituelle Energie.
Und Energie kann nicht verloren gehen, hat er mir gesagt. Das fand ich ganz toll damals. Er hat gesagt, wenn auch die Menschen, die älter werden und in einen Energiemangel kommen, die Energie geht nicht raus, die bleibt da und die wandelt sich dann um in eine spirituelle Energie. Aber die meisten Menschen können damit nicht umgehen und haben die Verbindung verloren. Und so verlieren sie quasi ihre Energie, obwohl sie noch da ist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgedrückt habe. Aber wenn die Menschen, die dann eben an körperliche Energie durch Krankheit oder Alterung, eben die körperliche Energie verlieren, sie verbinden dann mit dem Spirituellen, mit dem Seelischen oder wie man auch immer sagen möchte, bekommen sie diese Energie dann wieder und das ist dann die Energie für die Heilung. Also ich sehe das genau gleich wie du. Und wenn man kann das auch rein auf der biochemischen und eben biophysikalischen Ebene erklären. Ob man es Quantenphysik sagt dazu noch, das mögen vielleicht manche, das ist dann vollkommen egal. Also da gehe ich ganz mit dir, auch als ganzheitlich arbeitender Arzt, möchte ich mal sagen. Von Danke. der körperlichen Seite, Von ja. der körperlichen Seite. In Bezug zu, ja, geistig, energetischen, seelischen, spirituellen Seite. Dieser im physikalischen Energieerhaltungssatz ist ganz, ganz zentral, auch für gesundheitliche Themen. Weil, wie du richtig gesagt hast, Energie geht nie verloren. Es ist einfach nur die Frage, in welcher Form ist die Energie da? Und meistens ist die Energie in gebundener Form da, sodass wir sie nicht zur Verfügung haben, aber sie ist präsent. Ich sehe zum Beispiel negative Emotionen als eine gebundene Energieform an. Das kriegt man bestimmt gut mit bei Wut. Wut ist auch nur eine Form von gebundener Energie und kann sehr auch konstruktive Kräfte entfalten, wenn man weiß, wie man damit heilsam und dienlich umgeht. Das ist im emotionalen Feld all diese Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, einfach nur eine gebundene Form von Energie, wo wir uns die Frage stellen, wie können wir die wieder entfesseln? Nicht in dem destruktiven Sinne, aber wie können wir die Energie nehmen und sozusagen das negative Vorzeichen so alchemisch umtransformieren, dass was Konstruktives dabei draus entsteht? Genau, ganz genau, das hast du wunderbar gesagt. Und das Problem ist, dass eben das, wie sehe ich jedenfalls bei meinen Patienten, es schwierig ist, das an den Patienten heranzubekommen, weil viele verstehen das nicht. Viele sind mit dieser für die Energiearbeit noch nicht so offen. Und ich spreche immer Wege in eine neue Medizin. Wir dürfen oder ich sage es auch ein bisschen härter jetzt mal, wir müssen umdenken. Weil so kann es nicht weitergehen. Wir haben ein kollektiv geschwächtes Immunsystem, wenn man von der körperlichen Ebene ausgeht. Wir haben ein kollektiv, ja, abgespaltenes System zum Kosmos, zum Spirituellen und auch zur Mutter Erde und zur Absolut. Natur. Ja. Das finde ich, also das sehen wir ja auch tagtäglich, was da so auf uns zukommt und was das Wetter für Spirenzchen macht und weiß Gott. Und wir haben deutlich zu wenig Aufklärung in dem Bereich. Ich habe nichts gegen die Schulmedizin, aber Schulmedizin, außer mal abgesehen von der Chirurgie, die ganze Pharmakologie blockiert, die setzt immer Blockaden. Ja. Und wo wir haben schon genügend Blockaden in unserem System. Und du hast auch schon häufiger gesprochen über die verschiedenen Körperebenen. Ja. Also wir haben ja den materiellen Körper, den spüren wir, den sehen wir. Wir haben auch den emotionalen Körper. Wir haben den geistigen Körper, wir haben den Lichtkörper, wir haben eine Aura, wir haben die Verbindung zum Kosmos und die Erdung zu Mutter Erde oder Gaia. Ist das aus deiner Sichtweise
ein Weg in eine neue Medizin. Also nicht nur eben hier die Homöopathie und die alten Heilmethoden, Phytotherapie, Ernährungstherapie, sondern auch eben, dass wir die verschiedenen Körperebenen anschauen bei den Menschen und die dann ja, therapieren oder ihnen da helfen, da wieder einen Zugang zu bekommen. Genau. Ich habe nach meinem Gefühl das so auf dem Schirm, dass viele von den höheren Körpern, also jetzt zum Beispiel ganz höhere Lichtkörper, die sind intakt, die sind bloß nicht integriert. Das heißt, da müssen wir nicht heilen, die müssen wir nicht heilen, aber wir dürfen uns die Frage stellen, wie können wir höher schwingende Körper, die wir durchaus haben, wieder so in unser Mehrkörpersystem, wir sind multidimensionale Wesen, integrieren, dass wir wieder synchron sind zwischen den Körpern. Weil wir können uns das wirklich so vorstellen, wir haben den physischen Körper, der ist in einer Schwingungsschicht, dann haben wir emotional, mental, du hast sie gerade aufgezählt, mehrere Körper in verschiedenen Schwingungsschichten. Und Krankheit entsteht, wenn diese verschiedenen Körper nicht mehr synchron miteinander interagieren, sondern wenn es da schwingungsmäßige Differenzen gibt, wenn es ja einfach Wellen gibt, die sich gegenseitig auslöschen, zum Beispiel. Es gibt ja konstruktive Wellen und destruktive Wellenmuster im physikalischen Sinne. Und wenn die verschiedenen Körper so gegenläufig schwingen, dass wir nicht mehr kongruent und konsistent sind, dann sind wir nicht mehr bei uns. Dann stehen wir wortwörtlich und energetisch neben uns. Wir sind nicht mehr in unserer Mitte. Und diese Mitte, diese Zentrierung kommt daher, dass wir alle energetischen und physischen Körper wieder miteinander synchronisieren. Und das Heart Math Institute, vielleicht sagt dir das auch was, hat viel zu diesem Thema auch rausgebracht, wie man diese Herzkohärenz aufbaut. Und das Herzfeld ist ein sehr besonderes Feld, welches wie eine Durchgangsstation durch alle energetischen, aber auch spirituellen Körper herstellt. Das heißt, durch Herzkohärenz können wir die verschiedenen Körper, die wir haben, den Emotionalkörper vorne dran, alle wieder miteinander synchronisieren und so immer mehr in unsere Mitte kommen. Und das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, dass wir uns da mal mit beschäftigen und zu schauen, wie kann ich konsistenter, kongruenter leben, indem ich all meine energetischen, aber auch physischen Körper in Synchronisation bringe. Und das kann man auch von der psychischen Ebene betrachten. Wenn wir die ganze Zeit Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, wenn wir die ganze Zeit ja uns selbst eine Lüge vormachen, wenn wir eine Lüge leben, wenn wir eigentlich was tun wollen, aber wir erlauben es uns nicht. Also wenn da Inkongruenz in der Psyche bereits da ist, dann ist das der erste Keim, dass sich die zum Beispiel der Emotionalkörper vom Gesamtkörpersystem herauslöst, weil er sagt, hier mache ich nicht mehr mit, das ist mir zu blöd, so, um es salopp zu sagen. Und so ist es, wenn wir anfangen, kongruent zu denken und zu fühlen, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir eins mit uns sind, dann beginnen sich die verschiedenen Schwingungskörper auch wieder, ne, so zu synchronisieren, dass da ein System draus wird. Gegenwärtig haben wir einfach ganz, ganz viel, gerade im Emotionalkörperbereich, abgespalten und haben keinen bewussten, direkten Zugriff mehr darauf. Und dadurch sind wir nicht ganz, nicht vollständig und nicht heil. Ja, sehr schön gesagt. Ich hoffe, dass die Menschen, die hier zuhören, das auch verstehen. Aber ich glaube, das hast du es sehr schön anschaulich gesagt. Im Prinzip hast du da, ich habe ja ein paar Notizen gemacht, meine nächste Frage schon beantwortet. Ich möchte sie trotzdem nochmals stellen. Du hast ja auch eine Lichtkörperaktivierungsmeditation auf deinem Kanal, Robin Kaiser.
Die haben wir schon öfters gemacht und auch unseren Patienten weiterempfohlen. Und wir haben sie als diese als sehr intensiv empfunden. Und die geht auch eine Stunde, so viel ich weiß, ne? Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist sicherlich auch schon mal ein Weg, hier mal ein bisschen mehr in eine Konkurrenz oder in Kontakt wiederzukommen. Du hast ja im Prinzip die Antworten schon so gegeben, was ich jetzt fragen wollte. Was können denn die Menschen, die eben hier Interesse haben, wieder mehr in Balance zu kommen? Ich drücke mich mal ganz einfach aus, mit ihren verschiedenen Körperebenen hier in unserer Inkarnation, in dieser körperlichen Ebene, im Alltag tun. Viele sind ja so im Stress, dass sie eben auf oder in einer hohen Schwingung bleiben oder ihre Schwingung erhöhen können, weil, das ist jedenfalls meine Meinung, das sage ich zu meinen Patienten immer, Ängste, Sorgen, Brainwash, Gehirn, Wäsche, was in den Nachrichten immer erzählt wird und so weiter. Eine Angst mache ich darf es mal so sagen. Aber auch weitere Ängste, die da sind. Du bist der Psychologe, du weißt es viel besser als ich noch, wie schlimm das sein kann. Es sind ja alles niedrige Schwingungen, niedrige Schwingungsfrequenzen. Und die schalten die Enzyme rein auf der körperlichen Ebene ab. Die Enzyme, die wir brauchen für unser Immunsystem, die machen eine Immunschwäche. Und was können wir denn tun, um auch im Alltag einfach mal zwischendurch mal kurz in der höheren Schwingung einfach zu bleiben? Einfach, hast du da noch vielleicht zwei, drei Tipps, was dir einfällt, ein Ritual oder die Gedanken mal wieder ein bisschen zu positionieren? Ja, also es gibt mehrere Anker, die helfen können. Dort. Eines der kraftvollsten Anker nach meinem Dafürhalten ist unser Atem. Das heißt, wenn wir einen bestimmten Bewusstseinszustand gerade haben, wenn wir in sehr hohen Schwingungen sind, dann ist es möglich, über den Atem diesen Bewusstseinszustand zu ankern für uns. Über zum Beispiel, ich halte meine Hände auf mein Herz und atme zwei, dreimal tief ein und aus. Wenn man das koppelt, rein ganz simpel über eine Konditionierung mit einem höheren Bewusstseinszustand und dann wieder zu atmen beginnt, sich daran zu erinnern, okay, ich hatte diesen Bewusstseinszustand, ich kann mich noch gerade so erinnern, wie es sich anfühlt und der Atem ankert mich wieder da drin. Der holt mich wieder zurück. Der holt mich wieder in die Achtsamkeit. Und das Problem in Anführungszeichen ist ja nicht so, dass es keine Mittel und Methoden gibt, sondern dass wir wieder besseren Wissens immer wieder die gleichen Spiralen drehen. Dass wir wieder besseren Wissens die alten Themen nochmal präsentiert bekommen dürfen und nochmal, weil es uns in den Momenten, wo wir gerade unbewusst sind, gar nicht einfällt, was für unser Bewusstsein zu tun und vielleicht mal die Gedanken zu überprüfen. In dem Moment, wo wir nämlich unbewusst sind, wissen wir nicht, dass wir unbewusst sind, sondern wir kriegen einfach nur mit, irgendwie der Erdboden reißt auf und wir fallen in ein Loch gefühlt, wo uns Emotionsfluten überspülen und wir wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. In solchen Momenten, wo es dann wirklich emotional brenzlig wird. Und das sind die Momente, wo wir einfach Achtsamkeit üben dürfen. Also ich habe viel über Meditation gemacht. Ich bin ein Fan davon, wirklich sich regelmäßig kurz vor dem Schlafen, kurz nach dem Aufstehen, besonders in diesen sensitiven Phasen, zu meditieren, zu praktizieren. Aber Meditation muss nicht zwangsläufig heißen, dass man zu Hause auf dem Kissen sitzt. Das ist natürlich eine sehr reine Form der Meditation. Aber auch in die Natur gehen. Alles, wo wir in den Flow kommen, alles, wo wir wieder ganz bei uns ankommen, ist eine Form der Meditation. Und das einfach wieder bewusst zu kultivieren und zu ritualisieren. Wir leben in so einer sinnentleerten Welt, weil wir alles profanisieren.
weil wir vergessen haben, wie wir das Leben als einen heiligen Ritus leben können, wie wir im Alltag ein rituelles Bewusstsein pflegen können, wo wir wissen, jeder Moment ist einzigartig, jeder Moment ist kostbar und das kann nicht wahrgenommen werden, wenn wir in Routinen, in Programmen hängen, in Wiederholungsschleifen hängen. Aber immer wenn wir etwas kultivieren, was ich vielleicht Ritualbewusstsein nenne, dann können wir lernen, mit dem sogenannten Alltag anders umzugehen. Und für mich ist der Alltag nichts anderes als ein Tag im All und ein ganz großes Geschenk für einen Neubeginn in jedem Moment. Und das wirklich wahrzunehmen und zu spüren, das ist eigentlich das, wo es hingehen kann. Wunderbar. Ausgedrückt, also ich habe selten so das so schön gehört, wie du das jetzt geschildert hast. Also ganz toll. Und im Prinzip hast du meine nächsten Fragen da auch schon beantwortet. Da ich jetzt nochmals wissen wollte, ja, was kann man denn machen, wenn man eben keine Zeit hat und so stark im Stress ist. Was wir sehen, ist, wir machen ja auch häufig, oder ich seit ganz vielen Jahren mit jedem Patienten, muss ich sagen, also eine vegetative Nervensystemanalyse oder Herzfrequenzvariabilitätstestung, ganz einfache Testung. Und ganz viele Menschen sind einfach im Stress. Ich sage immer, die sind im Yang, so. Und das Yin ist ja auch wichtig, Yin und Yang. Und das sehen wir im Prinzip Parasympathikus, Sympathikus dann. Und viele sind sehr stark im Sympathikus-Modus, weil sie gar nicht mehr runterkommen auf Deutsch. Und das ist eben die Sache, die du gerade gesagt hast, dass man hier atmet, die Atemübung. Das ist ja auch die Atemübung, ist in der Herzfrequenzvariabilitätstestung ja auch dann die Kontrolle, wie gut können die Menschen überhaupt noch regulieren auf dieser Ebene. Und da sehen wir leider auch schon Probleme, dass die gar nicht mehr runterkommen, auch durch Atemübungen. Die müssen das halt dann trainieren über viele Wochen oder Monate. Atemübungen machen und in die Natur herausgehen und mal runterkommen. Ganz genau so, wie du das gerade gesagt hast. Also, was ich immer versuche, ist eben die Menschen dazu zu bringen, dass sie die Verbindung zur Natur, zu Mutter Erde und ihrem höheren Selbst eben wiederherstellen können. Das ist uns auch mit unseren Patienten wichtig. Und das hast du ja gerade eben gesagt, was man da machen kann. Ja. Was mich noch interessieren würde, so ganz frei nochmal aus meinen Gedanken heraus. Du hast auch mal geschildert, dass die heilende Information ja in unserem Feld enthalten ist, wenn wir die Verbindung dann wieder aufbauen. Möchtest du da vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen? Sehr gerne. Also ich sehe es auch, die Zukunft der Medizin wird Informationsmedizin sein, wo wir lernen werden, mit Information zu heilen, weil was ist Information? Energie. Das ist ein und dasselbe, drückt sich bloß anders aus. Jede Energie hat eine Information, jede Information kommt in einer bestimmten Energie bzw. einer bestimmten Frequenz. Und das ist etwas, wenn man das versteht, dann kann man zum Beispiel auch über Frequenzscans, ne, es gibt ja die Medbetten zum Beispiel, die Frequenzscans des ganzen Körpers machen und schauen, in welcher Schwingungsfrequenz ist zum Beispiel ein angeschlagenes Körperteil. Weil das hebt sich von der Gesamtfrequenz eines gesunden Körpers ab. Und da kommen wir zu einem Bereich, wo wir wieder entdecken dürfen, dass Informationen heilen. Aus diesem Grund verbreite ich auch so viele Informationen, weil ich das Gefühl habe, wenn Informationen in einem bestimmten Schwingungsfeld gesendet werden, dann können sie heilerische Wirkungen entfalten. Und ich möchte jetzt nochmal den Brückenschlag ganz in die Metaphysik wagen. Was ist die Gesamtheit aller Informationen? Was ist die Gesamtheit aller Energien?
Das ist das, was wir immer schon als Gott bezeichnet haben, als universelles Bewusstsein. Das ist die Gesamtheit aller Energien und Informationen im gesamten Kosmos. Und wenn wir uns mit dieser Ebene wieder rückverbinden, dann können wir von dieser Ebene auch wieder alle Informationen empfangen, wie wir unseren Körper heilen können, wie wir wieder vollständig werden. Und das ist etwas, wenn wir diese Prinzipien wieder verstehen, dass wir in uns eine vollständige Ebene tragen, von der wir uns abgeschnitten haben, scheinbar aus unserem Bewusstsein, aus unserer Perspektive, aber dass das nicht weg ist, sondern dass das etwas ist, wo wir lernen können, aus dem Bewusstsein wieder zuzugreifen. Wir können mit unserem Bewusstsein beispielsweise in das Kollektivfeld hineingehen, dort Informationen auslesen, das morphogenetische Feld. Wir können aber auch unser Bewusstsein in noch höhere Ebenen bewegen, wo dann auf einmal so hochschwingende Informationen sind, die zum Beispiel das Körperzellgedächtnis umschreibt. Also wir haben die Möglichkeit über Informationseingabe, das kennt man aus der Homöopathie, über das Einschwingen bestimmter Informationen, haben wir die Möglichkeit, wirklich zelluläre Veränderungen stattfinden zu lassen. Und das ist eigentlich das, was dann auch das materielle Paradigma ablösen wird und aufbrechen wird. Und wir stehen als Menschheit kurz vor dieser Schwelle, dass wir dieses begrenzte und beschränkte materielle Paradigma überwinden. Und nach meinem Gefühl wird das ausschlaggebend aus der Medizin kommen, es wird aber auch aus der Physik kommen. Es werden einige Bereiche wieder zusammengeführt, die wir lange getrennt gehalten haben, um dann wieder so etwas wie eine ganzheitliche Wissenschaft zu formulieren, eine transdisziplinäre Wissenschaft, wo wir wieder erkennen, im 16. Jahrhundert gab es Universalgelehrte, die wussten nach meinem Dafürhalten viel mehr als die Fachidioten aus heutiger Sicht, ne? Also das muss man direkt so klar benennen. Was hatte ein Paracelsus an Heilwissen? Und was hat ein Facharzt heutzutage? Der hat in seiner Nische, hat er absolutes Fachspezialwissen. Aber was nützt ihm sein Spezialwissen, wenn er einen Mensch vor sich zu sitzen hat? Und zwar nicht nur eine Mikrobe, von dem er ganz viel Wissen hat, sondern ein Mensch auf all den multidimensionalen Ebenen. Dann braucht es ja auch das Wissen darum, damit wir wieder eine humane Medizin bekommen. Ja. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Das ist ja genau das Problem. Ich sage ja immer, ohne mich jetzt lustig zu machen über die Medizin, und ich habe selbst Medizin studiert, aber ich sage immer, die ganzen Logen, nein, Onkologe, Gynäkologe, Kardiologe, Gastroenterologe, die ganzen Logen sind in ihrer Nische, in ihrer Sparte drin und geben dann, wenn ein Patient kommt, na, entweder chirurgisch intervenieren, das ist dann häufig in Ordnung, aber die pharmakologische Intervenierung, pharmakologische Therapie auf die einzelnen Symptome, dann bekommt er eben dann ein Mittel vom Neurologen gegen die Migräne oder vom Gastroenterologen gegen die Magenschmerzen und vom Diabetologen gegen den Diabetes. Und dann summieren sich die Medikamente und haben dann auch sehr viele Nebenwirkungen. Das ist so, die häufig dann gar nicht beachtet werden. Wir setzen Blockaden, die Medikamente blockieren etwas. Und dann haben wir eben auch den Zugang zu vielen weiteren Geschichten verloren in der Heilung. Das ist ja das, was wir immer sehen. Und diese ganzen Dinge, die du gerade genannt hast, die werden ja überhaupt nicht aufgenommen, die werden überhaupt nicht gesehen.
Ich darf mal von mir selbst sprechen. Ich sage es mal ganz offen hier. Viele meiner ärztlichen Kollegen sehen, ich spreche es von mir mal als Therapeut, Therapeuten wie mich als Scharlatan an. Es ist einfach so, das ist mir mittlerweile egal geworden, aber sie sagen, weil sie einfach nicht den Sinn und den Zweck und die Wichtigkeit, die Relevanz dieser Medizin, das ist natürlich Medizin, gar nicht erkennen. Und ich bewege mich nur noch in Feldern, so in einem Feld gibt es einfach auch ärztliche Kollegen und auch Heilpraktiker, weitere Therapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter, die auch das Ganzheitliche sehen. Und mit dem komme ich dann sehr gut zurecht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es auch Menschen gibt wie du, die diese Information auch herausgeben, genauso wie wir das auch sehen, sage ich mal. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, jetzt hast du eigentlich alle meine Fragen schon beantwortet. Und das, ich meine, es fällt dir jetzt noch was ein? Du hast ja einen unglaublichen Zugang und unglaublich viel Wissen über das ganze Geschehen, über das wir jetzt sprechen. Ist dir noch etwas wichtig, jetzt in diesem Kontext irgendetwas mitzuteilen, in diesem Gespräch, worauf vielleicht die Menschen sich es ausrichten sollten, wo der Fokus hingehen darf und vielleicht auch sollte in den heutigen aufregenden Zeiten. Ja, das lasse ich mal so stehen. Ist dir da? Ja, ich komme eigentlich, egal wo ich mit meinem Geist hinwandere, egal mit welchen Themen ich mich beschäftige, ich komme zum Schluss immer wieder zurück zum Herzen und den Herzenskräften. Das, was wir entwickeln und entfalten können, wenn wir das Bewusstsein der Liebe kultivieren. Und das ist nichts Romantisches, das ist nichts rosa Glitzermäßiges, wo man sich dann irgendwie wo man alle lieb hat und sich umarmt und Kumbaya singt. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine wirklich aus der inneren Zentriertheit heraus zu beginnen, das Bewusstsein und die Wahrnehmung zu entfalten, weil das Herz ist ein Wahrnehmungsorgan. Vielleicht sogar unser wichtigstes Wahrnehmungsorgan. Wir können wie mit einem energetischen Strahl, der aus unserem Herzen herauskommt, Dinge durchscannen und wahrnehmen. Und zwar nicht nur die oberflächliche Form, sondern das innere Wesen von allem, was existiert. Also zurückkehren in die Herzwahrnehmung, zurückkehren in dem, dass das Herz ein Kompass ist für uns auf unserem Weg und dass, wenn wir irgendwie zu sehr in den Kopf gerutscht sind und die Welt nur aus den Augen des physischen Körpers raus sehen und betrachten, dann werden wir irgendwann blind. Dann sehen wir irgendwann nur noch die Dualität mit unseren zwei Augen. Und das ist etwas, da verlieren wir uns selbst. Und wenn wir zurückkehren, die Welt und uns selbst immer mehr aus dem Herzraum begreifen, dann wird es uns auch zu uns selbst zurückführen. Und dann wird es uns auch rückverbinden mit der Erde, mit dem Kosmos und alles, womit wir Probleme gehabt haben aus der Mentalsphäre, aus dem Kopfbereich heraus, wird sich im Herzraum auflösen. So, jetzt haben wir gerade Internetprobleme. Entschuldigung bitte. Jetzt, Robin, bist du wieder da? Man hat dich gehört, aber es war gerade, war ganz kurz dein Bild weg. Ich hoffe, das geht, aber man hat dich gehört. Ja, das ist häufiger so, dass die Technik nicht ganz mitspielt, wenn die Schwingung ein bisschen höher geht. Ja, das war aber gerade, habe ich gerade auch gedacht, weil es hat gerade gepasst. Man hatte ich aber gehört und das habe ich gerade gesagt. Bitte, bitte. Ich muss dazu sagen, hier an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir, Marie und ich, gerade in unserem
Campingbus im Wald sind, in Italien. Und es draußen sehr stark geregnet und wir gehofft haben, dass alles mit der Technik funktioniert, weil ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut mit Robin, dass er sich Zeit nimmt. Ja gut, Robin, es war ein toller Abschluss, Gedankengang, ganz toll. Und ich hoffe, dass dein Spirit uns noch lange und ganz reich bereichern kann. Es ist doppelt gemoppelt gesagt. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein, dass du uns noch viel geben darfst in der Zukunft. Aber du sprachst auch viel von den Zeitlinien. Das fand ich hochspannend. Das ist ganz toll. Also es lohnt sich auch hier, Robins Kanal mal anzuschauen, bitte, und anzuhören. Auch wenn es manchmal, wenn man es manchmal zweimal anhören muss, bis man es versteht. Ach ja, weil es einfach so toll ist, was du sagst, und es so ein tolles Wissen, eine so eine tolle Verbindung auch, die du hier aufbaust zur Quelle. Das ist Genau, ganz, ganz. ich mag dazu sagen, das kommt nicht von mir, das kommt durch mich durch, weil ich mich auf dem Weg meiner eigenen Bewusstwerdung immer mehr verbunden habe mit der Quelle. Und durch diese Öffnung strömen Energien, strömen Informationen und ich bin dafür da, sie einfach weiterzureichen. Und es macht mir natürlich auch große Freude, das ja einfach in die Welt rauszugeben. Und ich glaube, es ist das Allerwichtigste. Also finde ich. Und das ist auch ein toller Weg. Und ich, oder wir, Robin und ich, wir dürfen euch alle einladen, hier mitzugehen. Jeder ist herzlich willkommen. Ich glaube, da spreche ich auch in deinem Sinne, Robin, den Weg mitzugehen, die Verbindung zur Quelle wiederherzustellen, die Verbindung zum Göttlichen. Und ich sage es immer für mich, den spirituellen Weg zu gehen. So sage ich das für mich. Robin, vielen, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Ich bin ganz, ganz beseelt und angetan von deinen Worten, dass du dir die Zeit heute genommen hast. So gerne. Ja, danke auch für dich und dein Wissen, was du über deinen YouTube-Kanal verbreitest. Auch das, ne, die medizinischen Grundlagen so präzise und komprimiert rübergebracht. Auch das ist ein ganz wertvoller Beitrag. Und es ist so wichtig, ne, dass das einfach Inspiration ist, damit jeder auf seiner Ebene seinen Beitrag fürs große Ganze leistet. Genau. Ja. Danke. Also dann wünschen wir euch allen alles Liebe, alles Gute, viel Licht, viel Liebe, viel hohe Schwingung, viel Verbindung in dieser Inkarnation auf Mutter Erde. Vielen Dank, Robin. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal.